Ja, unsere Firma Scheucher Holzindustrie gibt es seit 1920, ist ein familiengeführtes Unternehmen, in vierter Generation schon. Wir produzieren Holzprodukte und in den letzten Jahrzehnten Fertigpaket in den unterschiedlichsten Variationen und sind also extrem auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das Holz kommt aus der Umgebung, aus dem europäischen Raum, wird hundertprozentig in der Steiermark hier am Standort in Zehnsdorf produziert. Und ebenso schauen wir auf bezüglich Nachhaltigkeit auch mit Strom. Wir haben Photovoltaikanlagen auf den gesamten Flächen. Alle Anfälle, die in der Produktion entstehen, ob Sägemehl, Schleifstaub, Spalten vom Kreissägen, Hobeln, Schleifen, das fällt gesamt über eine zentrale Absaugung, läuft das in einem Silo. Und vom Silo aus wird die Heizanlage beschickt damit. Der Rest geht in die Brikettierung und hier erzeugen wir ca. 8000 Tonnen pro Jahr. Das große Volumen von den Spänen, die man früher mit LKW lose transportiert hat, wird über die Rufpressen extrem hoch verdichtet und dadurch entsteht die große Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung am globalen Markt. Mit unseren 6 Brikettierpressen von der Firma Ruf erzielen wir mehrere Vorteile. Die enorme Volumenreduzierung und Vereinfachung des Handlings, der Logistik, habe ich bereits erwähnt. Darüber hinaus verwandeln wir mit den Pressen Produktionsreste in einen Energieträger, der einen hohen Brennwert hat und bei den Kunden sehr begehrt ist. Dadurch entsteht für uns auch wirtschaftlich ein Gewinn. Allein durch die Erlöse, die wir aus dem Verkauf der Briketts generieren, haben sich die Pressen bei uns innerhalb von wenigen Jahren amortisiert. Dank des automatisierten Betriebs und da die Pressen äußerst zuverlässig arbeiten, entsteht für uns ein sehr geringer Betriebsaufwand.